wenn wir etwas schreiben oder inszenieren, dann gehen wir eine Art unsichtbaren Pakt mit dem Zuschauer ein. Wir schicken einen Gedanken in die Welt und erlauben ihm, sich in jedem anders zu entfalten. Manchmal haben wir Angst davor, missverstanden zu werden. Aber die Kunst kann nichts lenken, wir können nur Anstöße geben. Und wir wollen unseren Beitrag zur Wirklichkeit leisten. Nach meinem Kulturmanagement-Studium habe ich nach einem Projekt gesucht, das nicht nach festgefahrenen Strukturen arbeitet, nach Regeln und Auflagen, sondern ein junges Team, was sich selber überlegt, wie sie arbeiten wollen. Und dann habe ich Bluespots Productions gefunden und bin sehr froh, dass wir sehr frei arbeiten. Theater ist für uns kein Raum, sondern eine innere Haltung. Wir können überall Theater machen. Wir wollen keine eigene Spielstätte, wir wollen Möglichkeiten. Wir haben schon an über 40 Orten inszeniert. In einem Bus, in einem Zug, einem Hotel, einem Eisstadion, einem Museum, an öffentlichen Orten, in Clubs, aber auch in privaten Wohnungen. Unser Publikum muss mutig sein, weil auch wir mutig an unsere Projekte rangehen. Ich bin als vierte Praktikantin zu Bluespots gekommen. Und wie jeder Praktikant bisher bin ich für immer geblieben. Bei uns ist der Kunstbegriff sehr frei. Es verbinden sich alle Künste miteinander. Schauspiel, Musik, Tanz, Multimedialität, Design. Es kann jeder einbringen, was er kann. Es kann jeder sich einbringen. Wir sind effektiv, schnell und unbürokratisch. Bei uns gibt es kein Nein. Wir setzen größenwahnsinnige Ideen um und alle sind mit an Bord. Wir arbeiten in Deutschland und in der ganzen Welt und setzen vor Ort mit den Menschen unsere Ideen in Konzepte um. Wenn wir ein Projekt planen, dann ist unser Anspruch, dass es uns selber gefällt. Wir sind unser eigener Maßstab, damit wir neue Maßstäbe setzen können. Bei Brecht hoch 3 hatten wir uns beispielsweise überlegt, was wir interessant fänden und dachten, wir würden gerne mal internationale Ansätze auch sehen, nicht nur die deutsche Theatersprache und so. War schnell die Idee geboren, dass man ein Stück nimmt und das drei Länder inszenieren lässt, die Bühnen via Livestream miteinander verbindet und so dem Publikum einen internationalen Zugang ermöglicht. Das krasseste Projekt war für mich die Winterreise von Schubert. 24 Lieder an 24 verschiedenen Orten, jeden Tag im Advent. Als Leo das Projekt vorgeschlagen hat, dachte ich mir, niemals. Aber wir haben es geschafft. Wir hatten einen Online-Adventskalender, wo wir jeden Tag die Lieder für alle zugänglich gemacht haben. So konnte das Lied des Abends von jedem gesehen werden. Die ganze Welt hat mitgemacht, nicht nur Augsburg. Mein Lieblingsstück ist Caller Conflict. Es befasst sich mit dem Thema der häuslichen Gewalt. Zwei Schauspieler kommen zu einem nach Hause und verwandeln das eigene Schlafzimmer und Wohnzimmer und auch die Küche zu einer Bühne. Und schaffen es da in diesem Raum, dieses sehr intime Thema anzusprechen. Nach der Generalprobe von Caller Conflict wollte ich das Stück absagen. Wir hatten Probepublikum aus dem eigenen Ensemble eingeladen und zwei sind weinend zusammengebrochen, keiner konnte mehr sprechen, ich auch nicht. Und da war ein Punkt erreicht, dass wenn ich einen Text schreibe oder inszeniere, dann möchte ich gern selber bestimmen, wann die Leute lachen, wann sie traurig sind, man setzt Emotionen. Aber bei diesem Stück musste ich die Kontrolle komplett abgeben, weil Leute mit einem gewissen Eigenleben, Erfahrungswert hineingehen und das Stück konnte verschiedene Dinge triggern. Und das war vielleicht die grenzwertigste Erfahrung, die ich in der Regie hier hatte. Wenn wir Angst vor einem Thema haben, dann wissen wir, dass es unser Thema ist. Wir haben Workshops im Gefängnis gegeben, wir haben über 8 Monate hinweg mit Flüchtlingen gearbeitet. Leonie hat ein Stück über Prostitution geschrieben, das heißt der Notenbus von der A8 und wird in einem VW-Bus gespielt. Ich bin überhaupt kein Fan von großen Kostümen, zu viel Requisiten und riesigen Bühnenbildern. Ich finde, dass der Schauspieler mit seiner Haltung, mit seiner Atmung alles transportieren können muss. Und das Wichtigste ist, dass 80% des Stückes ja tatsächlich im Kopf des Zuschauers stattfinden soll, nicht außerhalb. Wir müssen also eine Fantasie kreieren, die im Kopf noch Platz hat, damit die Qualität unserer Inszenierungen von der Qualität ihrer Gedanken abhängt. Wir geben unserem Publikum gerne eine eigene Rolle. Sie setzen sich nicht einfach hin und konsumieren Kunst, sondern sie werden zu einem wichtigen Bestandteil von unserer Inszenierung.
Zum Beispiel bei der Reise ins Exil. Da haben wir unser Publikum eingeladen, sich 3 Stunden Zeit zu nehmen und an den Hauptbahnhof zu kommen. Sie wussten nicht, was sie erwartet und was genau Teil der Inszenierung ist. Dort sind SS-Schaffner auf sie zugekommen, haben sie in die Züge getrieben und sie wurden wohin gefahren, wo sie nicht wussten, was passieren wird. Sie haben also die Exilerfahrung, die viele Exilanten haben, dass sie nicht wissen, welche Sprache an dem Ort gesprochen wird, wo sie ankommen oder überhaupt, wo sie genau landen und wo sie ihre neue Heimat finden werden. Es ging dann weiter in den historischen Bahnpark hier in Augsburg. Und dort haben wir 3 Szenen aus Brechts Reise ins Exil nachgestellt. Es war wirklich überwältigend, weil dieser Bahnpark ist wie ein Tor ins 19. Jahrhundert. Und so einen Ort kann man mit einem Bühnenbild überhaupt nicht nachstellen. Einmal saß das Publikum mit Brecht in der Transsibirischen Eisenbahn. Sie nahmen in einem alten Postwaggon von der Lokomotive Platz in der Gepäckablage. Überall, es war sehr eng und sehr intim und dort konnten sie beiwohnen, als Brecht, der Geist der verstorbenen Steffin, begegnete auf der Reise nach Vladivostok. Dann saß das Publikum plötzlich in der Bahnhofshalle von Helsinki und sah die Flüchtlingsgespräche von Bertolt Brecht. Und ein Ballett hat dann diese unfassbare Euphorie der Abfahrt vertanzt, gepaart mit der totalen Verzweiflung der Ankunft. Mein Lieblingsprojekt ist vielleicht Undine. Das war ein Unterwassermuseum, das wir inszeniert haben. Jeder hat gesagt, dass es nicht funktionieren wird, dass das Publikum nicht im Bikini kommt und sicher nicht untertauchen würde. Es war ausverkauft und ein großer Erfolg. War besonders wichtig, dass das Publikum beim Anschauen der Bilder eintaucht in Undines Reich. Und während Undine das Gefühl hatte, an Land keine Luft zu bekommen, haben die Zuschauer hier die Luft anhalten müssen, um ihre Welt kennenzulernen. Nach einiger Zeit gab es in unserer Arbeit einen schönen Turning Point. Wir hatten länger Projekte auf eigene Faust umgesetzt und auf einmal merkten wir, wie wir Vertrauen gewonnen haben, wie wir uns einen Namen gemacht haben. Und plötzlich erhielten wir Aufträge. Aufträge von Städten, von Festivals, von Institutionen. Oder auch vom Kriminalpräventiven Rat haben wir eine Kampagne für Zivilcourage umgesetzt. Es ist uns wichtig, dass alle Teil der Recherchearbeit werden. Und für Heldenküssen besser wurde das komplette Team beim Zivilcourage-Kurs von der Polizei eingeschrieben. Wir wollen fundiert und ehrlich arbeiten. Und es ist uns wichtig, dass wenn uns Themen anvertraut werden, dass wir uns intensiv damit auseinandersetzen. Für den Videodreh war es wichtig zu zeigen, wie man handeln kann. Viele Videos zeigen nur, dass man handeln muss. Aber wie kann man wirklich helfen? Natürlich gibt es Momente, an denen man alles in Frage stellt. Aber wir sind noch ganz am Anfang. Wir haben noch lange nicht alles gesagt.